Man sieht hier in der Hofburg, das internationale Medieninteresse ist enorm. Es geht quasi ein gewisses Aufatmen durch Europa. Was würden Sie sagen, was bedeutet das jetzt auch aus internationaler Perspektive? Naja, ich meine, die erste Gefahr ist jetzt einmal gebannt, dass an der Spitze eines europäischen Staates neu gewählt, wir reden nicht von jenen, die wir schon haben, aber neu gewählt, ein Rechtsdemagoge steht. Und das erleichtert uns alle, also auch mich. Und insofern ist das internationale Interesse sehr leicht zu erklären. Aber wir haben noch viel zu tun, sowohl in Österreich als auch in den anderen Staaten. Also wir werden alle gebannt auf Frankreich schauen. Was kann Alexander Van der Bellen jetzt tun, um, wie es heißt, das Land wieder zu einen? Ich glaube nicht, dass Van der Bellen überhaupt das Instrumentarium hat, das Land wieder zu einen. Es haben sich hier zwei völlig unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen einfach verfestigt. Die einen, die an einem demokratischen, weltoffenen Österreich festhalten wollen, und die anderen, die eine autoritärere Struktur haben wollen. Und da wird es darauf ankommen, ob wir jenen öffentlichen Diskurs führen, der deutlich macht, was das bedeuten würde, um die Zahl jener, die für Hofer gestimmt haben und sich daher für diesen autoritären Kurs ausgesprochen haben, um jenen klarzumachen, was sie da damit sich einhandeln würden. Die FPÖ schielt schon auf die nächste Wahl und vermutet Neuwahlen im Frühjahr, wie ja auch viele andere. Glauben Sie, dass Norbert Hofer trotzdem womöglich der FPÖ als Bewegung Aufwind verschafft hat durch diese Wahl? Das vermag ich nicht zu beurteilen. Das kann sein, aber das muss auch nicht sein. Denn das hat jetzt eine andere Motivation gehabt, den Mann da an der Spitze zu haben. Eine ganze Partei gleich zu wählen, wo auch andere Personen dabei sind, die nicht mit einem Dauerlächeln kalmieren können, sondern die es deutlicher machen, wofür sie stehen, das kann schon auch abschrecken.